Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit der Münchner Journalistin Dr. Michaela Haas, die zurzeit in Los Angeles lebt. Herzlich willkommen, Frau Haas. Danke, dass Sie mich in der Sendung haben, Herr van Hofen. Frau Haas, Sie arbeiten ja unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, Neue Züricher Zeitung und die Zeit. Außerdem arbeiten Sie für mehrere Fernsehsender. Sie sind auch Autoren erfolgreicher Sachbücher. Und eines Ihrer letzten Bücher oder Ihr jüngstes Buch sogar heißt Crazy America und ist, wie Sie schreiben, eine Art Liebeserklärung an ein durchgeknalltes Land. Also passt ja nun heutzutage besser denn je, durchgeknalltes Land. Aber mich würde schon interessieren... Da würde mir jetzt jeder zustimmen, oder? Ja, absolut. mich würde schon interessieren, weil ich ja auch diese Liebe zu Amerika in mir trage. Aber inwieweit ist denn das Buch, das Sie geschrieben haben, inwieweit existiert da noch diese Liebe, von der Sie sprechen, nach 4 Jahren Donald Trump und eben dann in der letzten Woche der Sturm auf das amerikanische Kapitol? Die Liebe wird gerade auf eine harte Probe gestellt. Und das ist auch das, was mir die Kritiker des Buches am meisten vorwerfen, ist, dass die Liebeserklärung vielleicht schon im Buch ein wenig zu kurz kommt und der durchgeknallte Teil ein wenig im Vordergrund steht. Das Konzept des Buches war es, über Dinge zu schreiben, die es nur in Amerika gibt und nicht in Europa. Und am Anfang dachte ich, da gibt es nicht so viele. Und dann merkte ich beim Schreiben, es beruht auf einer Kolumne für die Süddeutsche, das ist SZ-Magazin, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die hier in Amerika anders sind. Und das sieht man jetzt eben gerade diese Woche, weil die so eine Stürmung des Kapitols wäre in Deutschland, glaube ich, undenkbar in diesen Zeiten. Und die Liebe wird auf die Probe gestellt, weil es zwar einerseits habe ich die Liebe für dieses Land, ich bin ja in Kalifornien, es ist wunderschön, die Sonne scheint, ich bin am Meer und gleichzeitig sind wir mitten in einer Pandemie, die grotesk falsch gemanagt wurde und natürlich in einer politisch brisanten Zeit und gerade diese Woche, bis dann nächste Woche Joe Biden ins Amt kommt als Präsident, wird, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr chaotisch. Also wenn man jemanden wirklich liebt und das gilt auch für ein Land, dann nimmt man ja auch die Nachteile in Kauf und die Fehler. Aber es gab Momente, wo ich mir gewünscht habe, in Deutschland zu sein und nicht in Amerika im letzten Jahr. Ich meine, wie werden denn diese Ausschreitungen in den Familien oder Sie haben ja dann auch einen Freundeskreis, wie werden die diskutiert? Was sagen die Leute darüber, nachdem sie das im Fernsehen gesehen haben? Es ist wirklich das Erschreckende, dass eine ganze Reihe von Menschen, die ich gut kenne, die gute Freunde waren, sage ich jetzt mal, wir haben die Freundschaft nicht abgebrochen, aber eine ganze Reihe meiner Familienmitglieder und Freunde glauben, halten Donald Trump immer noch für toll, folgen ihm immer noch, finden das super, halten die Pandemie immer noch für einen Hoax. Und es ist für mich persönlich einfach herzzerbrechend, dass ich diese Leute nicht erreichen kann. Leute, die ich seit 10, 15 Jahren kenne, die nicht mehr zugänglich sind für Informationen. Und meine Schwägerin ist begeisterte Trump-Anhängerin. Und was vielleicht einfach man in Deutschland verstehen muss, ist, dass diese Menschen in einer völligen Parallelwelt leben. Die schauen nicht die Sender, die ich schaue, die lesen keine New York Times, die lesen und schauen ihre rechten Propagandasender und Propaganda-News-Networks und haben eine ganz andere Vorstellung davon, was gerade passiert. Also sogar der Sturm aufs Kapitol, die sagen dann, ach, das waren ja vor allen Dingen verkleidete Antifa, das waren ja gar keine echten Trump-Anhänger. Also das wird alles verharmlost und zum Beispiel auch die Pandemie. Meine Schwägerin sagte gerade wieder, ach, bist du denn dafür, den zu impeachen, den Trump? Das ist doch der, dem wir jetzt da in Rekordzeit die Impfung verdanken. Wenn ich dann sage, Nina, die erste Impfung haben 2 wunderbare Wissenschaftler in Deutschland gefunden und erforscht, dann schüttelt sie den Kopf, weil für sie ist Donald Trump für alles verantwortlich, was gut ist und alle anderen sind für alles verantwortlich, was schlecht ist und schief läuft.
Ich meine, wenn Sie so als Deutsche da in Amerika argumentieren, ist es dann nicht sowieso, dass Sie wahrgenommen werden als Sozialistin sogar? Genau. Nur weil wir hier in Deutschland Schulen und Universitätsgeld nicht bezahlen müssen oder eben auch alle hier eine Krankenversicherung haben, das gilt ja für die schon als Sozialismus. Ganz genau. Für meine Familienmitglieder, die Trump-Anhänger sind, bin ich von Haus aus Sozialistin, schon allein deshalb, weil ich für eine allgemeine Krankenversicherung bin. Das ist schon Sozialismus. Ganz genau. Also man kommt an die Leute ja überhaupt nicht mehr ran. Ne? Das ist also, glaube ich, eine Welt, die sich gar nicht mehr vorstellen können. Das ist für mich persönlich das Erschreckende, weil Donald Trump ist ja nicht die Krankheit. Er ist nur das Symptom. Mhm. Und ich sehe das eben gerade an diesen Freunden und Familienmitgliedern. Das sind alles kluge Menschen. Die sind überhaupt nicht blöd. Die sind erfolgreich, die haben ihre eigenen Firmen, die sind klug, die sind auch, die sind sehr christlich. christliche Nächstenliebe interpretieren wir vielleicht ein bisschen anders. Das sind eigentlich gute, vernünftige Menschen. Und die sind da auf einen Zug abgefahren, der sich jetzt nicht mehr aufhalten lässt. Und das Einzige, wir haben gerade heute Morgen wieder darüber gesprochen, das Einzige, was man tun kann, ist die Verbindung zu erhalten, damit man diese Menschen nicht völlig verliert. Und wir vermeiden es einfach, über diese strittigen Themen zu sprechen, sondern betonen, dass wir letztlich alle das Gleiche wollen. Wir alle wollen ein sicheres Amerika, wir alle wollen ein demokratisches Amerika, wir alle wollen, dass jeder genügend zu essen hat und jeder eine Impfung bekommt. Und das ist die einzige Basis, auf der wir uns verständigen können. Auf der einen Seite werden Deutsche als Sozialisten bezeichnet, aber wenn man dann erstmal sagt, oh, ich komme aus Deutschland, dann kommt auch dieses Nazi-Ding raus. Ja? Du bist doch eigentlich da aus einem Land, wo Nazis sind. Also da merkt man ja auch so eine Halbgebildetheit irgendwie, mit der Sie ja auch umgehen müssen. Wie machen Sie das? In letzter Zeit wurde ich ganz, ganz oft auf Hitler angesprochen und darauf, ob ich Parallelen sehe zu den aktuellen Entwicklungen. Und ich habe das lange verneint. Und mittlerweile muss ich aber sagen, ich meine, bei uns wird der Holocaust ja sehr intensiv thematisiert. Wir lernen darüber in der Schule. Als Schulklasse macht man Ausflüge nach Dachau, wenn man in München zur Schule geht. Ich habe ein Buch geschrieben, eine Biografie über den Holocaust-Überlebenden. Und ich habe trotzdem all die Jahre nie wirklich verstanden, wie Hitler nicht nur an die Macht kommen konnte, sondern wie er so viel zerstören konnte, wie so viele Millionen Menschen das zulassen konnten. Und ich verstehe das jetzt, nicht weil Trump wie Hitler ist, aber weil ich sehe an meinem eigenen Umfeld, an vormals ganz vernünftigen Menschen, wie Andersdenkende einfach nicht mehr als Menschen gesehen werden, sondern als Feinde. Das hat man bei den Einwanderern gesehen, wo sogar meine christlichen Familienmitglieder das überhaupt nicht anstößig fanden, dass er Familien auseinanderreißt, Kinder in Käfige sperrt. Muslime sind für sie sowieso der Teufel in Person. Und das sieht man einfach, diese Entmenschlichung von Andersdenkenden. Und so wie jetzt, wo sogar diese Gewalt im Kapitol entschuldigt wird, wo 5 Menschen starben, gerade kam die Nachricht, dass noch ein zweiter Polizist gestorben ist. Das ist der erste Schritt dazu, dass man Menschen die Würde abspricht, dass man Menschenleben nicht mehr achtet. Das sieht man ja auch in der Pandemie. Und das, ich verstehe inzwischen, wie sowas dann einfach eine Eigendynamik entwickeln kann. Und das ist auch hier so. Trump wird in einer Woche weg sein, aber die Rechtsextremisten werden nicht weg sein, die Gewalt wird nicht weg sein und diese Dämonen, die da gerufen wurden, die werden am 20. Januar nicht weggehen. Ich habe ja in den 80er Jahren in New York gelebt. Und ich habe dann sehr, sehr häufig diesen Begriff gehört, White Trash. Und das waren so die, dann gibt es auch diesen Begriff Overfly Country, also das ist White Trash, das wurde so meistens an den Küsten, wurde der Begriff benutzt. Das waren so Leute, die eben tatsächlich in ihren Trailer-Homes, also Wohnmobilheimen da gewohnt haben. Ist das jetzt so ein bisschen, dass die jetzt sozusagen da jemand gefunden haben in Trump, der auch ihre Sprache spricht? Ja, ich glaube, es geht ganz viel um Angst. Meine Familienmitglieder leben nicht in Trailern, die verkaufen aber Trailer, interessanterweise.
Die sind Multimillionäre, haben viel mehr Geld als ich. Also White Trash ist relativ, aber es geht um Angst, weil sich natürlich, und das wissen Sie ja, die Zusammensetzung der Bevölkerung verändert. Dieses White Privilege schwindet. Und die Republikaner und die Trump-Anhänger wissen ganz genau, dass diese Privilegien, die sie lange hatten, ihnen weggenommen werden. Und nur dadurch lässt sich ja der Erfolg von Trump erklären, weil meine Schwägerin tatsächlich Angst, wirklich Angst hat, sie muss die Türen verbarrikadieren, weil die Einwanderer sie überrollen werden. Das ist eine wirklich echte Angst, die da ist. Und diese Angst hat Trump ganz wunderbar erkannt und beutet sie ganz wirklich genial aus, muss man sagen. Ich habe auch immer nicht damals und auch jetzt immer, wenn ich in Amerika bin, darüber gewundert, wie sozusagen dieser American Dream auch sozusagen immer nach vorne getragen wurde. Dieses Gefühl, du kannst es schaffen, wenn du wirklich willst, und Amerika ist für alle da und bereitet denen allen eine Chance. Das ist irgendwie weg, oder? Ich glaube, dass das jetzt wirklich allen klar ist, dass das einfach nicht stimmt. Die Ungleichheiten sind so groß. Und das gilt schon mal, erstmal gilt es sowieso nur für Weiße. Also es ist ganz klar zu sehen, dass Schwarze und Latinos einfach benachteiligt sind. Ich lebe in einer sehr wohlhabenden Straße und alle Häuser gehören entweder Weißen oder Persern oder Menschen aus Saudi-Arabien. Hier gibt es keinen einzigen schwarzen Hausbesitzer, keinen einzigen. Die Gärtner sind alle Latinos, die Hausangestellten sind alle Latinos. Also es gibt wirklich eine Art Kastensystem, aus dem Amerikaner schwer ausbrechen können. Und das wird sich aber ändern und es muss sich auch ändern. Das lässt sich auf Dauer natürlich nicht durchhalten und es ist natürlich ungerecht und natürlich muss das ein Ende finden und wird ein Ende finden. Mhm. Und vor allen Dingen, was man jetzt ja auch so stark sieht, was in Amerika einfach ein Riesenproblem ist, ist diese Aussage, du kannst es schaffen, wenn du nur hart arbeitest, die stimmt jetzt schon mal nur, wenn du gesund bist und wenn du eine Krankheit bekommst, schon wenn du Diabetes hast oder Krebs oder jetzt bei Covid, dass die Leute hier ihre Krankenversicherung verlieren mit ihrem Job, weil fast immer die Krankenversicherung beim Arbeitgeber, mit dem Arbeitgeber zusammenhängt. Das ist so ein Unding. Und diese Leute dann alleine gelassen werden. Und Leute wirklich sterben, weil sie sich keine Insulinspritze leisten können. Oder Leute abgewiesen werden, wenn sie Covid haben und keine Krankenversicherung haben und dann gar nicht erst ins Krankenhaus aufgenommen werden. Das ist ein Unding, Menschen, so viele Menschen, rein aus Kostengründen, wegen gesundheitlicher Schwierigkeiten sterben zu lassen in einem so reichen, wohlhabenden Land. Sie sind ja nun auch in Kontakt mit deutschen Redaktionen, weil das ist ja, so wie ich das verstehe, Ihr Hauptarbeitgeber, das sind die deutschen Redaktionen. Was hören Sie aus den Redaktionen? Denn ich meine, man sieht es hier bei CNN im Fernsehen oder wenn man Glück hat, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie es nicht verschlafen. Aber Sie sind ja sozusagen am Puls und wenn Sie so Aufträge kriegen aus Deutschland, was ist das so für ein Unterton da? Was wollen die Redaktionen von Ihnen hören? Ich glaube, dass sogar die deutschen Redaktionen Trump lange unterschätzt haben. Trump war für die Auflage gut. Das gilt hier in Amerika. Ich schreibe ja auch für amerikanische Medien, für die New York Times oder die Washington Post hin und wieder. Aber vor allem die Deutschen, wir haben ja Trump am Anfang als Witz empfunden. Und auch in meinem Buch Crazy America, wir fanden vieles am Anfang noch lustig, die Haare und wie er spricht und die immer gleichen Floskeln. Und ich glaube, bis zum Schluss, also vielleicht bis letzte Woche, bis zu diesem Sturm auf das Kapitol, haben meiner Meinung nach sogar Politikredakteure die Gefahr, die von Trump ausgeht, unterschätzt. Ich habe vor einigen Monaten ein Interview gemacht mit einer Autokratie-Expertin, Sarah Kensior, die ganz klar gesagt hat, die hat zwei Bestseller geschrieben, unter anderem einen, den letzten über Trump und die kriminellen Machenschaften, die dahinter stehen, die ihn überhaupt an die Macht gebracht haben und die sehr ausführlich darlegt, dass er eigentlich bewusst an diesem Image gearbeitet hat, als Reality-TV-Star, als Clown teilweise, sondern dass man ihn eigentlich wie einen Mafia-Boss betrachten muss und dass gerade nach der Wahl zwischen der Wahl und der Inauguration, die aller kritischste Zeit ist, wo alles Mögliche denkbar ist. Und zum ersten Mal in vielen, vielen Jahren bei der SZ
wollte das Magazin dieses Interview nicht veröffentlichen, weil sie es nicht glaubwürdig fanden, obwohl die Autorin ganz, ganz viele Belege hat. Und ich habe das dann anderweitig veröffentlicht, aber ich fand das interessant, dass ich dachte, aha, da ist eine Autokratie-Expertin, die sich ihr ganzes Leben lang mit nichts anderem beschäftigt hat, als Autokraten, wie die funktionieren und die immer vorhergesehen hat, was Trump als nächstes machen wird. Und meine eigene Redaktion, für die ich seit 25 Jahren arbeite, glaubt ihr nicht, und zwar so sehr nicht, dass sie, was ganz, ganz selten vorkommt, das Interview nicht veröffentlicht. Also das war wirklich, hat mir auch die Augen geöffnet, dass wir hier in Amerika teilweise doch eine ganz andere Sicht drauf haben als in Deutschland. Gab es denn dann wenigstens ein Mea Culpa? Nee. Bis heute nicht. Ich dachte mir auch, ich wäre jetzt kleinlich, nach der letzten Woche nochmal nachzufragen. Seht ihr jetzt, dass die Frau vielleicht doch recht hatte in dem, was sie sagte? Als freie Journalistin habe ich ja die Wahl, das dann nochmal anders zu veröffentlichen und das habe ich dann einfach gemacht. Was ich ja auch interessant finde, ist ja so, dass diese Gewaltorgie da in Washington jetzt natürlich auch dazu führt, dass diese Frage, ist Amerika noch dieses demokratische Musterland? Hat es noch diese Vorbildfunktion? Stört das irgendjemand in ihrem Umfeld oder mit den Leuten, mit denen Sie reden? Oder sagen Sie, es ist uns sowieso wurscht, ob wir hier als Vorbild gelten oder nicht in der Welt? Wir machen ja unser Ding und ich kann mir zum Beispiel keinen amerikanischen Wahlbeobachter irgendwo auf der Welt mehr vorstellen, wo man Zweifel eventuell hat, ob es da einen demokratischen Wahlprozess gibt. Die lachen sich doch tot, wenn da Amerikaner an der Wahlurne stehen und das mitbegleiten. Ja, ich glaube, dass das die Krux ist in Amerika, dass die Amerikaner so viel Selbstbewusstsein ist nicht das richtige Wort. Die Amerikaner wollen Nummer eins sein. America First ist ja auch Trumps berühmter Slogan. Und dieses Eingeständnis, dass sie das in ganz, ganz vielen Bereichen nicht sind, in den meisten Bereichen nicht sind. Man kann sich ja die Zahlen anschauen, wenn es um Krankenversorgung geht, um das Gesundheitssystem, um Arbeitslosigkeit, um Kindersterblichkeit, um die Lebenserwartung sogar, liegt Amerika zurück, gerade wenn es um Schwarze oder die indigene Bevölkerung geht. Und das ist, glaube ich, eine Wahrheit, die erst jetzt mehr Leuten bewusst wird, dass Amerika diese Vorbildfunktion wirklich verloren hat. Und deshalb sage ich eben, Trump ist nur ein Symptom, weil das hat er nicht alleine gemacht. Er hätte alleine dieses Zerstörungswerk ja nicht anrichten können, sondern das gelang ihm nur mit diesem zunehmend extremisierten Club der Republikaner, der jetzt tatsächlich eher einer Sekte ähnelt als einer Partei. Und das ist immer ganz lustig, als ich hierher kam, hatte ich ganz, ganz viele Diskussionen mit Amerikanern, die sagten, ja, aber Amerika, wir haben ja das Internet erfunden und wir haben das Flugzeug erfunden und wir haben das Auto erfunden. Ich habe daraus in meinem Buch ein ganzes Kapitel gemacht, weil ich dann immer sagte, nee, ihr habt das Auto nicht erfunden und ihr habt den Computer nicht erfunden und ihr habt das Flugzeug nicht erfunden. Das waren alles andere Menschen. Und die sagen aber, nee, das haben wir in der Schule so gelernt. Und dann googeln die immer und stellen dann fest, ach, tatsächlich, das waren gar keine Amerikaner, die da als erstes waren. Und das wird den Amerikanern einfach in der Schule schon so beigebracht, dass sie immer schon die Besten und Klügsten und Mächtigsten waren. Und gerade diese Wunden in der Geschichte mit den indigenen Bevölkerung, mit der Kolonialisierung und so weiter, die jetzt letztendlich auch wieder zum Tragen kommen, wenn man sich diese massiven Unterschiede anschaut, die wurden einfach nie richtig erkannt, in die Öffentlichkeit gebracht und verarbeitet. Genau. Nee, und das ist ja auch, was Sie auch schon gesagt haben, also der Corona-Impfstoff, der ist natürlich in Amerika erfunden worden. Dass das also von Trump persönlich. Bitte? Von Trump persönlich. Von Trump persönlich, genau. Dass das hier in Deutschland von jemand erfunden wurde mit einem türkischen Background, das ist sowieso viel zu kompliziert. Das können viele gar nicht. Aber ich meine, Sie als deutsche Journalistin, wenn Sie sich so da jetzt in Amerika schon so lange aufhalten, aber wie ich das verstehe, ist, Sie fahren immer so hin und her. Sie sind dann auch längere Zeit in Deutschland. Ist das richtig? Bisher war das so. Also 2020, durch die Pandemie ging das dann nicht. Also war ich jetzt das ganze Jahr 2020 hier und werde auch sicher hier bleiben, bis die Impfungen so weit vorangeschritten sind, dass man wirklich wieder guten Gewissens reisen kann und wieder sich normal bewegen kann. Also es wird sicher noch bis in den Sommer dauern. Also ich habe das ganze Jahr 2020
hier in Amerika verbracht. Und das war dann auch sehr interessant, eben den Wahlkampf zu beobachten und zu beobachten, wie sich die Stimmung verschiebt und wie das alles hier aus den Fugen gerät. Ja, im Moment sind Sie, also journalistisch gesehen, wahrscheinlich an dem spannendsten oder im spannendsten Land, was es da im Moment gibt. Also spannendsten, aber auch unheimlich. Ich habe ja früher auch aus Asien berichtet oder Interviews mit afrikanischen Diktatoren gemacht. Und jetzt in Amerika das Gefühl zu haben, ich bin als Journalistin nicht mehr sicher, ich bin als Berichterstatterin nicht mehr sicher, sondern ich bin eine Zielscheibe, weil ich eben sozialistisch berichte oder sozialistische Deutschland. Also, dass ich allein schon als Medienmacherin qua meiner Funktion verhasst bin, weil Trump ja die Journalisten zum Feind des Volkes erklärt hat und alles Fake News ist, was nicht genehm ist an Nachrichten. Das ist eine hier in Amerika eine ganz, ganz neue Erfahrung, eine sehr unheimliche Erfahrung, auch weil ich selbst nicht das Gefühl habe, dass man sich auf die Polizei immer verlassen kann. Es gibt gute Polizisten, es gibt aber auch Polizisten, die eben nicht eingreifen, wenn friedlich Protestierende oder Journalisten oder Schwarze angegriffen werden. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Wie haben Sie denn so in den letzten Jahren oder auch in einem vielleicht kürzeren Abstand die amerikanischen Medien erlebt? Also das ist ja eigentlich immer, wird ja immer mehr zu einem Zwei-Fronten-Krieg eigentlich. Ne? Also ich muss auch ehrlich sagen, CNN ist auch sehr meinungsstark, auch wenn sie sozusagen normal, in Anführungszeichen, über Nachrichten berichten, also ganz klar tendenziös. Ne? Über Vox muss man auch reden, aber da ist es eigentlich ziemlich klar, das ist Donald Trumps Tool gewesen bis zum heutigen Tag eigentlich. Ne? Ja, was mir sehr wehtut, ist, ich glaube, dass die Medien Trump eigentlich erst ermöglicht haben. Und es tut mir als Journalistin weh, das meinen Kollegen vorzuwerfen, weil er einfach so schlagzeilenträchtig ist. Und das weiß ich auch selber. Wenn ich eine Kolumne schreibe und der Trump in den Titel bringe, wird sie mehr geklickt, als wenn ich über soziale Ungerechtigkeit schreibe. Er bringt einfach Quote im Fernsehen, online und in Print. Und das bedeutet natürlich in Amerika, bei uns darf ja das öffentlich-rechtliche Fernsehen nach 20 Uhr keine Werbung mehr schalten, aber das geht ja in Amerika natürlich und wie bei unseren Privatsendern auch 24 Stunden. Und das bedeutet einfach Geld. Das bedeutet Einnahmen, hohe Einschaltquoten, hohe Werbeeinschaltquoten. Das bedeutet, das muss man da einfach auch immer wieder betonen, warum diese Fernsehsender diesen Trump immer wieder aus dem Schubfach holen. Absolut. Und Fox News ist immer noch der populärste Sender. Den gucken die meisten Leute. Und da finde ich, ich als Journalistin, ich habe Angst davor, gerade als freie Reporterin einen Fehler zu machen. Ich habe Angst davor, dass ich verklagt werde. Und ich finde es völlig richtig, dass jetzt zum Beispiel Dominion, einer der Hersteller der Wahlcomputer, angefangen hat, auch Fox News, einzelne Journalisten und Rechtsanwälte zu verklagen, weil man kann einfach nicht diese Falschbehauptungen in den Raum stellen und sich dann die Hände reinwaschen und sagen, war nur Entertainment, habe ich nicht so gemeint. Also Fox News hat ja auch wirklich über Monate und Monate das Virus verharmlost, hat gesagt, Masken bringen nichts und so weiter. Also wirkliche Fehlinformationen oder hat von massivem Wahlbetrug gemunkelt bei den Wahlen im November. Alles unbewiesen. Und da müssen einfach auch die Medienmacher zur Rechenschaft gezogen werden. Aber grundsätzlich, gerade so auch bei der New York Times oder auch bei den guten Medien, alle haben von Trump profitiert und alle haben diesen Zirkus gerne mitgemacht. Und ich hätte mir gewünscht, dass mehr über seine kriminellen Machenschaften berichtet wird. Er ist ja sehr gut darin, immer wenn man ihm zu nahe kommt, dann irgendeinen Hasen aus dem Hut zu ziehen, der noch interessanter ist und noch farbiger ist und noch schneller läuft als der vorherige. Und die Medien laufen ihm dann wieder hinterher. Ja. Ist denn eigentlich bekannt, dass mindestens eine Mitschuld oder vielleicht ist er sogar der Initiator eigentlich noch eine Stufe über Trump zu finden ist, nämlich Rupert Murdoch, der sozusagen diese Medien zur Verfügung gestellt hat und wird darüber
in Amerika berichtet? Oder haben die alle Angst vor Rupert Murdoch, dass der, weil er ja nun fast, also ganz viele Medien kontrolliert, sozusagen unangreifbar ist? Aber eigentlich müsste doch viel mehr über auch Rupert Murdoch gesprochen werden, der diese ganzen Medien dem Trump zur Verfügung gestellt hat. Ja, aber Murdoch wird schon gesprochen. Also ich glaube, aber was ihm wehtut, ist ja immer erst dann, wenn die Anzeigengeber ihre Anzeigen zurückziehen. Was ihm wehtut, ist ja nur, wenn man ihm das Geld wegnimmt. Und das ist in sehr wenigen Fällen passiert, dass zum Beispiel Fox News wirklich so gaga berichtet hat, dass dann Sponsoren sagten, wir schalten jetzt keine Anzeigen mehr bei Tucker Carlson oder Sean Hannity. Das tut ihm weh. Aber ansonsten ist Kontroverse ist gut fürs Geschäft, denke ich, ist seine Maxime. Und Murdoch ist ja jemand, der vor fast nichts zurückschreckt, um Schlagzeilen zu produzieren. Also ich glaube, solange es ihm nicht ans Eingemachte geht, ans Geld, macht ihm das gar nichts. Ja. Auch, wobei jetzt, mein Fox News ist ja jetzt im Abstieg. Also Trump sagt ja jetzt, Fox News ist nichts mehr wert, sondern müssen jetzt noch Kanäle, die noch weiter rechts sind, die noch extremer sind, da gehen die Extremisten jetzt hin. Und da muss sich Fox News jetzt dann auch positionieren, wie weit sie, wo sie da jetzt stehen. Ja, ja. Was ich interessant finde, ist, dass Sie in Solutions Journalism Network auch drin sind. Das ist sozusagen ein Network, wo man sich, so wenn ich es richtig verstanden habe, zum Ziel setzt, dass man also nicht nur über Probleme spricht, sondern auch versucht, Lösungen anzubieten oder aufzuzeigen. Da würde ich Sie gerne mal fragen, bei dem Thema Fake News, wie ist denn da die Diskussion mit Ihren Network-Journalisten? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit oder eine Überlegung, wie man das überwinden kann? Ja, da reden wir ganz, ganz, ganz viel drüber. Ganz, ganz viel. Also seit 3 Jahren mache ich hauptsächlich Lösungsjournalismus. Meine Kolumne für das Z-Magazin ist auch eine Lösungskolumne. Und wir beide sind ja schon sehr lange im Mediengeschäft. Und ich war es irgendwann wirklich leid, immer nur über Probleme zu berichten und nur darüber, was schlecht ist. Und bei Solutions Journalism oder Lösungsjournalismus geht es nicht darum, irgendwelche Good News zu produzieren, sondern es geht darum, echte reproduzierbare Lösungen aufzuzeigen, die gut recherchiert sind. Mhm. Und gerade bei dem Fake News Vorwurf, da gibt es ganz viele Sachen. Also zum einen, Sie sagten vorher am Anfang unserer Sendung Flyover Country, einfach die Erkenntnis, dass es wirklich Nachrichtenwüsten in Amerika gibt. Ganz, ganz, ganz viele. Der Lokaljournalismus liegt an vielen Orten brach. Es gibt keine kritische Berichterstattung in ganz, ganz, ganz vielen Gebieten. Und das Solutions Journalism Network hat eine ganz massive Initiative, Lokaljournalismus zu fördern, damit eben nicht nur der Blick, die Sichtweisen aus New York und Los Angeles am lautesten über die Sender laufen, sondern auch die Menschen in ganz Amerika gehört werden. Und das ist sicher etwas, was man gerade 2016 erkannt hat. Das ist sicher was, wodurch Trump auch an die Macht kam, dass er diesen Menschen das Gefühl gab, gehört zu werden, die von den Medien eben nicht gehört wurden. Und das andere ist einfach Aufklärung, also wie Medien funktionieren. Mir sagt niemand, mir schreibt niemand vor, wie ich zu berichten habe oder welche Themen ich machen kann. Ich setze meine eigenen Themen und wenn ich ein Thema bei einer Zeitung nicht unterbringe, dann versuche ich es bei einer anderen. Aber es gibt bei ganz vielen einfach wenig Vorstellung darüber, wie Medien funktionieren, wie Themen an die Öffentlichkeit kommen, wer bestimmt, was veröffentlicht wird. Und gerade in Amerika, auch gerade seit diesem Sommer, gibt es einen ganz großen Push, auch mehr diverse Journalisten produzieren und berichten zu lassen. Mehr Schwarze, mehr Latinos, mehr Indigene, ganz, ganz wichtig. Und dann eben nicht nur aus dem Blickwinkel der anderen zu berichten, über Rassenkonflikte zum Beispiel, sondern die selber drüber schreiben zu lassen, die selbst in den Kommunen sind, die selbst vor Ort sind. Da muss es dann ja aber auch Zeitungen geben, die das veröffentlichen, ne? Und das nimmt ja in Amerika leider auch ab, dass diese Lokalzeitungen sich nicht mehr rechnen. Und dann ist natürlich auch wichtig, wie so die Tendenz da ist, die Chefredaktion und der Verleger, wie die so drauf sind. Also es können schon, ich sage mal, moderne und offene Journalisten bereit sein, gute Artikel zu schreiben, aber sie müssen es natürlich auch irgendwo verkaufen können. Es ändert sich aber gerade. Also es gibt wirklich ganz, ganz gute Initiativen und Bewegungen,
die genau darauf ein Augenmerk haben und die dafür auch Geldgeber finden. Also viel zu wenig natürlich, natürlich soll das mehr sein. Ja. Und dann vielleicht als drittes noch zu dem Thema, das Solutions Journalism Network hatte eine ganz gute Initiative, Complicating the Narrative, also keine Scheu zu haben, über komplexe Themen auch im Detail zu berichten und sich diesem Druck zu widersetzen, so stark zu vereinfachen und einfach eine knackige Schlagzeile zu produzieren. Diese Konflikte, vor denen Amerika jetzt steht, die sind ja kompliziert. Die lassen sich nicht in 500 Worten mal schnell knackig darstellen. Und die Umfragen zeigen, dass die Leute das auch wollen. Die wollen begreifen, was hinter diesen Entwicklungen steht und wie man sie eben, wie man darauf Antworten finden kann, wie man diese Probleme lösen kann. Ja, obwohl auf der anderen Seite Fast Food nicht nur fürs Essen gilt, sondern eben auch für Information. Und ja, das umzudrehen wäre ein schöner Erfolg, gar keine Frage. Gar keine Frage. 95% lesen nur die Schlagzeilen, ne? Ja. Deprimierend. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass man sagt, also im Grunde genommen sind diese Trump-Fans ja eben keineswegs rückständig, auch das, was Sie gesagt haben, das sind eben nicht alles nur Waldschrats, die irgendwo leben und keine Ahnung haben, sondern die sich wirklich auch damit beschäftigen, mit der Politik, dass die einfach auch einfach mehr Mitgefühl irgendwie haben wollen, ja, dass man sozusagen denen das Gefühl gibt, we are caring, wir wissen, was eure Bedürfnisse sind und würden auch gerne darauf eingehen. Schafft der Biden das? Kann der das? Ich war kein Fan von ihm im Wahlkampf. Ich finde aber inzwischen, dass er ganz genau der richtige Mann ist für diese Zeit, weil er so gemäßigt ist, dass er auch die konservativen Republikaner, also die, ich sage jetzt mal die echten Republikaner, die echten Konservativen, die nicht dem Trump-Cult verfallen sind, dass er mit denen zusammenarbeiten kann. Wenn es, also ich persönlich hätte mir vielleicht eine progressivere Kandidatin gewünscht, aber im Augenblick, wo Amerika so gespalten ist, bin ich Joe Biden dankbar, dass er nicht noch mehr Öl ins Feuer gießt, dass er sehr moderierend auftritt und wirklich versucht, alle zusammenzubringen. Und er kennt ja auch die Senatoren auf der anderen Seite des Ganges. Und ich glaube, dass er hat da so mal augenzwinkernd angedeutet, dass er ganz viele Telefonanrufe bekommt, auch von den Republikanern. Und ich glaube wirklich, dass es ihm gelingen kann, eine größere Basis, eine größere Koalition zu schaffen für diese großen Projekte, Infrastruktur, Covid, Impfungen, Rassenkonflikte, all diese großen Themen, Wirtschaftskrise, die er jetzt bewältigen muss in diesem Jahr. Ich meine, Sie haben das Land ja auch von oben bis unten, von rechts nach links durchkreuzt und spannende Geschichten, lustige Geschichten, interessante Geschichten geschrieben. Ist denn Ihnen aufgefallen, dass dieser, von dem so oft gesprochen wurde, dieser Bruch zwischen der Landbevölkerung und der städtischen Bevölkerung, dass das wirklich so ein großer Bruch ist, dass die fast gar nicht sich untereinander verstehen? Es ist ein großer Bruch, es wird aber weniger, würde ich aus eigener Erfahrung sagen. Also der größte Bruch ist sicher, wenn man in die sehr konservativen Staaten fährt, also sagen wir mal Süd-Dakota zum Beispiel oder Nord-Dakota, wo es ein ganz anderes Lebensverhältnisse herrschen als in den Städten. Ja. Aber das ändert sich alles, weil es ja sehr viel Bewegung gibt. Also die Leute ziehen ja aus dem Land in die Stadt und die Städter fliehen gerade alle aufs Land. Und ich glaube, dass das wirklich eine große Erkenntnis war aus dieser Trump-Zeit, dass diese Divergenz zwischen Stadt und Land, dass die dem Land nicht gut tut und dass man die, aufheben kann man sie nicht, aber dass man die etwas abmildern muss. Und dieses Bild vom dummen Ländler, das gibt es teilweise ja auch bei uns in Deutschland. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Das hat noch nie gestimmt. Was aber stimmt, ist eben, was wir vorher gesagt haben, dass es richtige Informationswüsten gibt dort. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Ansatz, erstens mehr von diesen Leuten zu hören, die auf dem Land leben und nicht nur in New York. Und gleichzeitig denen eben auch mit Lokaljournalismus gute Informationen zu bringen und kritische Informationen über nicht nur die Regierung von Amerika, sondern auch lokal und regional, was da vor Ort abgeht. Denn das ist ja eigentlich, was das Leben der Menschen noch viel mehr bestimmt, als wer in Washington das sagen hat. Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das immer ein ganz interessantes Gefühl war. Ich wollte mal hören, ob Sie das
nachempfinden können und wie sich das bei Ihnen äußert, wenn man so nach einer längeren Zeit sich ins Flugzeug setzt und dann in München auf dem Flughafen ankommt, sich ins Auto setzt oder in die S-Bahn und dann so Richtung München fährt. Was geht dann so in Ihnen vor? Also erstmal in der S-Bahn, toll. Gibt's hier nicht. Genau, öffentliches Verkehrsnetz in Amerika. In New York ist es ganz gut, aber... New York ist prima, San Francisco auch, aber Los Angeles, wir haben ja jetzt ganz, ganz zaghaft erstmal so ein Züglein, mit einem Züglein angefangen. Also S-Bahn wird jetzt schon, betrachte ich mit großen Augen und großem Staunen und ist, finde ich, eine ganz tolle Errungenschaft. Da habe ich eine irre Geschichte von 60 Minutes mal gehört. Und zwar haben die in Los Angeles angefangen, S-Bahn-Tunnel zu bauen. Und dann kam die Autoindustrie und die Reifenindustrie und hat gesagt, seid ihr wahnsinnig und wollt ihr unser Geschäft kaputt machen und haben dann alles wieder zugeschüttet. Genau, ja. Nur Elon Musk versucht es jetzt wieder mit seinem Tunnel. Der bohrt jetzt wieder Tunnel. Genau. Ja, aber ich habe immer das Gefühl, okay, S-Bahn ist ein gutes Gefühl. Also von der Mentalität her, ich bin ja in Kalifornien und die Kalifornier sind wirklich sehr sonnig. Also es ist immer ein tatsächlich ein mentales Umdenken, wenn ich dann nach Deutschland fliege, weil hier in Kalifornien sind einfach alle, hey, wie geht's, was ist los, so überschwänglich. Das ist für den Münchner Grandler ist es schwer erträglich. Aber hat auch was, ich finde, man kann es nicht total abwerten. Also es hat noch was Nettes, oder? Also für mich als eher Introvertierte, für mich ist das immer wunderbar, weil man einfach gezwungen wird, ständig mit allen zu reden und sich mit allen auszutauschen. Und das fehlt mir dann, wenn ich in Deutschland bin und jeder so in sein eigenes Smartphone guckt. Aber gleichzeitig, es ist ja so, ich wollte immer nur weg aus Bayern. War mir zu konservativ und zu eng und engstirnig. Und jetzt, wo ich jetzt seit vielen Jahren durch andere Länder reise, ich war in Asien mehrere Jahre und dann in Frankreich und jetzt viel in Amerika. Eigentlich ein tolles Journalistenleben, was Sie geführt haben oder führen. Aber ich hatte letztes Jahr wirklich Heimweh. Heimweh. Ich habe mir gewünscht, zu Hause zu sein in diesen doch eher geordneten Verhältnissen. Da weiß man, was man hat. Ja? Angela Merkel war nie ein großer Fan, aber in diesen turbulenten Zeiten hätte ich mir sehr gewünscht, Angela Merkel würde Amerika regieren, das wäre mir lieber gewesen. Also da gab es ein Umdenken bei mir, eine Sehnsucht nach Wissen, was man hat, Verlässlichkeit, geordnete Bahnen. Wenn das derartig in Chaos ausartet wie hier, dann ich hatte zum ersten Mal seit 20 Jahren Heimweh. Wo werden Sie denn Ihren Lebensabend verbringen? An der Westküste oder im herzlichen Bayern? Also ich werde München sicher nie aufgeben, ganz, ganz sicher nicht. Meine Eltern leben dort, wir haben unser Familienhaus dort. Werde ich immer wieder zurückkehren, auf jeden Fall. Meine ganze Verwandtschaft ist dort, ganz, ganz klar. Und ansonsten kommt es sehr darauf an, wer Amerika in den nächsten Jahren regieren wird. Und damit meine ich nicht nur die nächsten 4 Jahre. Und gerade als Freiberuflerin muss man ganz einfach sagen, dass es sich in Amerika nicht leben lässt. Wenn ich jetzt zum Beispiel krank würde, ernsthaft krank, müsste ich nach Deutschland zurückkommen. Kann man in Amerika nicht machen als Freiberuflerin. Das soziale System ist so marode, da will ich auf jeden Fall nach Deutschland zurückkommen. Also werde ich nie aufgeben, Deutschland. Liebe Frau Haas, was mir auffällt ist, ich habe mal, als die Statue of Liberty 100 Jahre alt geworden ist, da haben wir mal eine Dokumentation über Einwanderung in die Vereinigten Staaten gemacht. Und die größte Gruppe über die letzten 250 Jahre der Immigranten, das sind ja tatsächlich Deutsche gewesen. Und dann sind wir also zu denen so hin, ziemlich auch aufs Land gefahren. Und die hatten dann ganz schnell einen amerikanischen Akzent, wenn sie Deutsch gesprochen haben. Diese Auswanderer, die gerade mal 10 Jahre weg waren. Ja. Und ich muss sagen, das stelle ich bei Ihnen glücklicherweise nicht fest. Und das geht wahrscheinlich auch gar nicht, weil Sie ja schreiben und reden ist ja Ihr Beruf. Und das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht, Frau Haas. Ja. Ich wünsche Ihnen eine ganz friedliche Zeit in Amerika, aber das ist Wunschdenken. Aber kommen Sie gut durch die Zeit und besuchen Sie uns mal wieder.
Gerne, sobald es geht, und wünschen Sie uns Glück, vor allen Dingen für die kommende Woche, bis zum 20. Januar. Da kann es ja noch richtig rund gehen. Absolut. Herzlichen Dank. Alles Vielen gut. Dank. Auf zurück. Tschüss. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.